Ich wusste sofort, du bist die Richtige für mich. Für mich war das auch Liebe auf den ersten Blick. Du hast mir so gut gefallen, deine ganze Art. Du warst nicht so frech wie andere Männer. Nein, ich kann das nicht sein. Denn ich brauche selber viel Liebe. Und ich weiß, du liebst mich. Und lass mich nie allein. Ich bitte dich, ich flehe dich an. Luzi, ich liebe dich unwahrscheinlich. Du musst immer bei mir bleiben, Dietmar. Luzi, immer. Wir müssen den lieben Gott darum bitten, dass er uns nicht auseinanderbringt, hörst du? Ich bin Gott so dankbar, dass ich dich kennengelernt habe, dass ich getroffen habe, dass ich eine Frau habe, so wie dich. Wir müssen zusammenbleiben, wir müssen einfach zusammenbleiben. Mach mich glücklich, mach mich glücklich, Luzi. Ich liebe dich. Der Film, der hat sehr gute Kritiken gehabt, ja. Und ich bekomme heute noch Briefe, Geschenke von meinen Fans, die sind ganz begeistert, obgleich sie mich gar nicht kennen, aber aufgrund des Films. Und die schreiben mir immer, wenn sie an mich denken, dann legen sie die Bettwurst ein und freuen sich mit mir, ja. Weißt du, ich fühle mich wirklich total ausgenützt, weißt du, faschistisch ausgenützt. Du weißt ja mal, dass ich viel beigetragen habe für diesen Film, wo vor einem Jahr gedreht worden ist, die Bettwurst, ne? Guck mal, Luzi und ich, wir haben die Texte alle erfunden. Na, sagen Sie mal, da waren Sie ja blutjung. Ach je, das ist 24 Jahre her, seit wir die Bettwurst gedreht Nein, haben. Nein, na, was haben Sie denn seitdem gemacht, ja, in diesen 24 Jahren? Dann haben wir die zweite Bettwurst gedreht. Dann haben wir noch rausgehen, ne? Ja, komm her. Du musst einfach mal rausgehen, Herr Mann. Schön, Herr Mann. Nächste Tag. Das geht aber hoch mit mir. Du, das geht hoch. Halt dich fest, Luzi, bitte! Festhalte mich runterfallen! Das war Dietmar sozusagen als Model auf dem Laufsteg in dem Film. Dietmar war immer ein selbstbewusster Schwuler. Er hat oft eins aufs Maul gekriegt, ist zusammengeschlagen worden, weil er schwul war, weil er frech war und ich habe ihn deshalb geliebt. Hattet ihr Sex zusammen? Nein, nein. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich dir mein ganzes Geld geben oder so? Ach, du machst das schönste Leben, machst du. Das ist so saumäßig. Natürlich, hör mal. Das saumäßig ist das, ehrlich. Das ist schon faschistisch, ist das, ehrlich. Dietmar ist schon 1975 im Grunewaldsee ertrunken, nachdem er wohl mit amerikanischen Soldaten eine Flasche Whisky ausgetrunken hat und dann wohl einen Herzanfall bekommen hat, als er in den See gesprungen ist. Und Luzi ist vor 2 Jahren gestorben. Tja, Tante Luzi hat mich berühmt gemacht sozusagen. 1970 mit der Bettwurst, 1969 habe ich mit ihr schon den Film Schwestern der Revolution gedreht. Und ich glaube, mit 14 Jahren hatte sie mich zum ersten Mal besucht. Da war sie noch in Polen und besuchte meine Eltern in Braunheim. Und da war ich schon so fasziniert von dieser lauten, schrillen, fantasievollen Person. Meine Eltern haben sie gehasst und fanden, dass sie aussieht wie eine Nutte und so. Und ich wollte sie immer auf die Bühne stellen. Und es war deine wirklich richtige Tante? Nein, es war sozusagen die Tochter der Schwester meines Großvaters väterlicherseits.